Das Aachener Pharmaunternehmen Grünenthal, das durch den Contergan-Skandal bekannt wurde, soll mehrere Ärzte und Chemiker beschäftigt haben, die während des Nationalsozialismus führende Positionen innehatten. Das hat die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet. Ein Schriftsteller aus Bergisch Gladbach hat seine eigenen Recherchen und die von Historikern in seinem Buch zusammengefasst. Sein Leben ist mit Grünenthal verwoben. Stefan Nuding ist Contergan-Opfer. Seit Jahren fordert er mehr Unterstützung für Contergan-geschädigte Menschen. Vor 2 Jahren begann er, Deutschlands größten Arzneimittelskandal aufzuarbeiten. Dabei sei er auf 5 Grünenthal-Mitarbeiter mit NS-Vergangenheit gestoßen. Also das Entscheidende ist, dass halt hochkarätige Kriegsverbrecher nach 1945 bei Grünenthal tätig waren und auch in die Entwicklung von Contergan eingebunden waren. Bereits bei dem Contergan-Prozess 1968 trat die Vergangenheit von Heinrich Mückter zutage. Unter seiner Leitung wurde bei Grünenthal das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan entwickelt. Zur Zeit des Nationalsozialismus war er stellvertretender Leiter des Instituts für Fleckfieber- und Virusforschung in Krakau. Dort wurden Impfstoffe entwickelt und an KZ-Häftlingen getestet. Nach dem Krieg im August 1946 hatte die polnische Justiz einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Er konnte fliehen und fing bei Grünenthal an. Ebenfalls leitender Grünenthal-Mitarbeiter war Martin Stemmler, dessen NS-Vergangenheit von dem Medizinhistoriker Richard Kühl untersucht wurde. Martin Stemmlers Rolle im Nationalsozialismus fing nicht erst 1933 an. Er gehörte zu den frühen Mitgliedern des NS-Ärztebundes und ist dann 1933 folgende vor allem als eine Art Popularisierer der NS-Rassenhygiene in Erscheinung getreten. Seine Bücher waren Bestseller auf dem Gebiet der Erbgesundheitspflege. Es ist bekannt, dass Martin Stemmler in seiner Funktion als Direktor der städtischen Krankenanstalten in Aachen zuweilen Schüler nach Aachen holte, die wegen ihrer NS-Belastung woanders nicht mehr untergekommen sind. Bei den anderen Ärzten, die hier in Frage stehen, sind Verbindungen untereinander anzunehmen. Ein Thema, zu dem sich die Firma Grünenthal nicht vor der Fernsehkamera äußern wollte. Schriftlich teilte das Pharmaunternehmen jedoch mit: Das Unternehmen Grünenthal wurde 1946 gegründet, also in der Nachkriegszeit. In den Unterlagen der Firma finden sich keine Informationen über die NS-Vergangenheit von ehemaligen Mitarbeitern. Eine Stellungnahme zu ehemaligen Mitarbeitern, die Teil des Nazi-Regimes gewesen sein sollen, sei deshalb nicht möglich. Dabei sollte sich Grünenthal damit auseinandersetzen, empfiehlt Medizinhistoriker Richard Kühl. In einer Zeit, in der gelegentlich Zyniker sagen, dass es zum guten Ton gehört, dass sich Institutionen ihrer NS-Vergangenheit stellen, ist es wenig nachvollziehbar, wenn eine Firma wie Grünenthal auf wiederholte Nachfrage sich so einem Thema nicht stellt. Mehr Transparenz, das wünscht sich auch Stefan Nuding. Denn die Vergangenheit des Pharmaunternehmens Grünenthal habe auch immer etwas mit ihm selbst zu tun.